Eigentlich hätten wir die Bahnstation von vornherein so konzipieren sollen, dass jeder Zug, keine Ahnung, 6 Waggons hinten dran hat oder so. Aber ne, nächste Welt. So, ihr seid nicht alle ausgelastet, denn ihr Jungs wollt wahrscheinlich kein... Genau, ihr wollt kein Eisen haben. Das finde ich ein wenig unfair von euch. Deswegen stelle ich euch mal so ein, dass ihr auch... Shift rechts, Shift links, Shift links. Dass ihr auch Eisen annimmt. Wenn wir dann später wieder zu viel haben, können wir es mal noch umstellen. Aber so müsste es jetzt erstmal okay sein. Gut. Ganz viel Eisen, viel Knäcke rum. Was wollten wir jetzt? Wir wollten jetzt unbedingt Kupfer machen. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich wollte mich nur noch ausrüsten. Solarzellen habe ich, Akkus habe ich, komische Ärmchen habe ich, Fließbänder habe ich ein paar. Da, 50 Stück. So, das reicht erstmal. Okay. Dann, ja, sehr schön für Eisenerz. Goodie, 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 goodie. Die Dinger werden hier auch leer, oder? Ah, sind alle leer. Hammer, okay. Hallo, Zug. Ist bei dir alles okay? Du wirst befüllt mit leeren Fässern, du wirst leer gemacht. Ja, scheint soweit alles zu funktionieren. Okay, runter. Mauern habe ich noch nicht eingebaut. Und ich habe keine Logistikbots dabei. Construction Bots, davon baue ich mal 2. Und einen Roboport hätte ich noch gerne. Radarschlüssel haben wir. Okay. So. Das hier wird eine schwer zu verteidigende Anlage. Vor allem, wenn hier unten der Bahnhof hin soll. Oh, ich brauchte noch so einen Train Stop. Ja, da habe ich noch. Wie rum muss der jetzt eigentlich? Das verstehe ich auch nicht ganz. Also, die Pfeile zeigen jetzt nach oben. Heißt das, der Zug kommt normalerweise von unten und hält da? Aber man kann auch von beiden Seiten an dem Ding halten. Das ist komisch. Aber okay, du hältst jetzt bitte da an. Und du bist unser neues Erz 2. So, dann muss ich gleich mal einen Zug haben. Der müsste hier vorbeifahren und ich müsste darauf springen. Das heißt, ich bleib mal hier stehen. Speichere am besten vorher ab. Nicht, dass ich überfahren werde. Ja. Jetzt warten wir, bis der Zug kommt. Wo ist der Zug? Immer noch keine totale Abdeckung. Das ist sehr irritierend. Kein Zug, kein Zug, kein Zug. Da ist der Zug. Ah, der fährt jetzt noch recht selten nach Öl 2. Also brauchen wir unten noch eine Radarstation später. Habe ich vergessen aufzubauen. Für Abdeckung und so. Ich denke allerdings, er wird jetzt das Eisen abladen, da wird er wieder nach oben fahren. Da hatten wir uns die letzten Folgen ja gerade erst darum gekümmert, dass er halt nicht immer zu jeder Station fährt, obwohl da nur 3 Fässer darauf warten, abgeholt zu werden. Ah, jetzt unpraktisch. Aber okay, dann M. Dann machen wir es halt mit unserem kleinen Zug hier. Da. Du... Fahr da. Hier nimm ein bisschen Kohle. Fahr nach Erz 2. Go to station, run. Flop. Okay. Cargo Train hinten ran. Ach du Kacke. Du bist ein ganz schön zäher Bastard, weißt du das? ja, und fährt weiter. Okay. Was hier alles rumliegt. Also jetzt nicht mehr, ist leider despawned. Das kann ruhig liegen bleiben, finde ich. Da lagen überall so Schrauben rum und Mutter und Zeug. Ist alles okay bei dir da unten? Versuche mal ihn einzuholen, aber ich denke, wir hatten eingestellt, dass er nur 10 Sekunden oder so da unten bleiben soll. Vielleicht kriege ich ihn ja bei der Rückfahrt. Muss ich erst mal beschleunigen. Warum soll das ja gerade jetzt nach unten gefallen? Ich dachte, der fährt zurück nach Erz. 1. Na komm. Komm schon mal ins Mock-Radius. Zug ist noch da, der müsste aber gleich losfahren.
Ha. Okay. Stopp. Erz 2, go to station. Ich glaube, er hat jetzt Erz 1 ausgewählt, oder? Ja, stopp. Erz 2, add. Go to station. So, jetzt müsste er dahin fahren. Mal gucken. Und dann muss ich die Reihenfolge wieder ordentlich hinbekommen, da. Also nur fürs Erste. Danach können wir immer noch experimentieren mit diesen komischen Haltelichtern. Aber ich will wenigstens jetzt fürs Erste schon mal ein funktionierendes System haben. Und wir müssen das Ding hier eh hinstellen, damit ich genau weiß, wo die Ärmchen hinkommen. Also. 5 Stück. Strom für die 5 Stück. So. Ja, das reicht. Hey! Das ist nicht cool, warum fährst du weiter? Der ist jetzt voll doof eingestellt. Der fährt jetzt nach Erz 1 und der fährt wieder nach Erz 2. Egal, okay. Der Zug wird früh genug wieder herankommen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Wir haben keine blauen Ärmchen mehr. 4, 5. So. Ärmchen. Kisten. Stinknormale Kisten. Und diesmal müssten es wirklich auch so viele Dinger sein. Also bei den Ölgeschichten sehe ich es ein. Da brauchen wir eigentlich nur 2 Kisten für den Eingang, 2 Kisten für den Ausgang. Das ist okay. Aber hier beim Ärzte, da staut sich das ja auch. Wir haben jetzt gar keine blauen Ärmchen mehr. Jetzt habe ich total übersehen, wie viele wir da brauchen. Wir brauchen jetzt ja nochmal einen Satz Ärmchen, die das Ganze von den Fließbändern holt. Das sollten wir also später abändern. So, du. So, wie oben in Erz 1. Also brauchen wir auch überall Stromversorgung. Das wird ein Spaß. Du hoch. Wenigstens haben wir genug Platz für... Hier kann ich das Muster nicht sehen. Wenigstens haben wir genug Platz für Solarzellen, ha? So eine Riesenbasis. Und keine Strommasten. Ich bin echt super vorbereitet. Du da. Ah, ist der Zug. Zug. Ja, ich krieg dich. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wir müssen nämlich das Erz 2 aus dir rausziehen. Und an die richtige Stelle ziehen. Ich sehe deinen Smog. Ich krieg dich. Der Smog wird dünner. Wir brauchen mehr Beine. Theoretisch könnten wir auch ein Equipment-Set für die Rüstung machen zum Hin- und Herlaufen und eins zum Töten. Das wäre sogar ziemlich sinnvoll, denke ich. Weil momentan brauchen wir weder die Schilde noch... ich weiß nicht, ob ein Reaktor reicht für noch 2 Paar Beine. Müsste man testen. So, Stopp. Erz 2, remove. Okay, du fährst, die Reihenfolge. Du fährst zu Erz 1, fährst nach Hause, lädst das Erz ab. Du fährst nach Öl 2. Und dann machst... Warum fährst du denn schon wieder nach Öl 2? Das hier muss raus. Remove. Erz 1, Öl 2. Erz 1. Das kann wieder raus. Öl 1, Erz 1, Home. Also in der Liste drin ist jetzt 4-mal Erz 1, einmal Öl 2, einmal Öl 1. Das reicht. Vollkommen. So, wenn er zu Hause ankommt, soll er bitte... Nee, anders. Wenn er Öl 2... Ich überlege gerade, ob auf dem Rückweg von Öl 2 bei Erz 2 halten soll, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Alles okay da unten? 12 Türme schießen, ja. Ich glaube, das macht keinen Sinn, weil wenn er von Öl 2 kommt, dann hat er leere Fässer drin und volle Fässer drin und ne, ich will überall nur Erz drin haben. Also suche ich mir jetzt einen Spot, wo er gerade zu Hause war und danach soll er zu Erz 2. Und dann soll er wieder nach Hause.
Genau, entlädt alles und fährt dann leer wieder zu Erz-1. Okay, go. Okidoki. Oh, warte mal, wir können eigentlich mitfahren. Also, einfach nur, weil es schneller ist als laufen. Und wir können dabei, ja, das machen. Irgendwie muss die Moni ja weg, wenn nicht mehr ins Töten gehen. Und raus. Wow, das war knapp. Okay. Ich habe immer noch keine Ärmchen, das ist egal. Also wir könnten die langsam nehmen, aber pf, nee. Hier. Hier können wir anfangen, Solarzellen aufzubauen. Glaube ich zumindest. Dann muss irgendwo noch der Roboport hin, der inzwischen ja auch fertig sein dürfte. Und dann noch die Akkus. Ah, du dahin. Und dann müssten wir uns einen Platz aussuchen für die Mauern. Ich denke, hier die Strommasten sind schon die, die direkt an den Lasertürmen dran sind. Also so. So. Züge brauche ich gerade nicht in der Hotkey-Leiste. So. Mauer. Ein direkt davor, noch ein frei. So. Ups, ist zu weit. So müsste okay sein. Du weg. Und von links dürfte eigentlich gar nichts. Warum ist die Radaranlage aus? Weil sie keinen Strom hat wahrscheinlich. Aber ja, von links dürfte nichts kommen. Wenn überhaupt was kommt, dann von oben rechts. Oder unten links. Wobei, das sind, glaube ich, alles nur Artefakte. Hier ist gar nicht mehr wirklich was. Das sind alles Gegner, die wir getötet haben. Nur die Basen sind noch da und das weiß ich nicht genau. Na komm, machen wir hier auch ein bisschen Mauerwerk hin. Noch ein Strommast. Ich glaube so. Die haben alle keinen Strom, weil es Nacht ist. Ja, macht Sinn. Turm, Turm. Turm, 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 Turm. So, Ecken kriegen immer ein bisschen mehr. Zack, 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 zack. So, gut. Mauern. Irgendwo wird der geschossen, ist okay. So, nach unten hin sind wir schon mal sicher. Wir brauchen jetzt Akkus, ganz viele Akkus. Passt nicht. Da passt das. Genau. Hier zwischen machen wir auch noch das voll. Wow. So, das sollte eine Weile reichen. Du dahin. Strom. Mehr Strom. Aber wir sollten hier oben sicherstellen, dass wir auch mal anfangen können mit dem Erzabbau, ne? Dafür war das ganze Ding ja eigentlich mal gedacht. Weil die ganze Zeit, wo ich hier rumblödel, mit Sachen aufbauen, die wir eigentlich gar nicht jetzt sofort brauchen, kriegen wir gar kein Kupfer rein. Und kein Kupfer reinkriegen heißt, wir können auch keine Chips bauen und können damit auch keine Raketenabwehranlagen bauen und was weiß ich. So, sehr schön. Okay, weiter, 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 weiter. Dreh, dreh. Und aus die Maus. Ja, wir haben keine Eisenplatten. Aber es kommt schon mal das erste hiervon rein. Und sobald der Zug später irgendwann mal hier hält, kriegt er auch das erste Kupfer ab. Ja, Eisenplatten. Okay, das heißt, nächste Folge geht es zurück zur Hauptbasis. Da werden dann Eisenplatten getankt, die hoffentlich inzwischen da sein dürften. Und allgemein müssten sich auch ein wenig Ressourcen stauen, weil ich jetzt 2 Folgen lang auch gar nicht geforscht habe. Also gehen keine Ressourcen drauf für die grünen Tränke, die roten Tränke, die hellblauen Tränke und was weiß ich. Das wird ja alles gar nicht benötigt momentan. Das heißt, es müsste okay sein.
sagt Strom. Strom sagt, ist okay, wird mehr. Gut, also wir gehen nach oben, wir holen neue Eisenplatten, wir bauen ganz viele Ärmchen. Was hatte ich noch vergessen hier unten? Roboport. Sollte hier so hin. Die Basis gut abgedeckt. Da. Und auch gleich die Roboter-Dinger rein. Die da. Und den kriegst du noch Repair-Packs, auch wenn es nur 10 sind. Und das reicht erstmal. Was hatte ich vergessen? Ärmchen hatte ich vergessen. Solarzellen sind genug. Akkus müssten eigentlich auch genug sein. Es sind noch nicht genug Solarzellen, um die Akkus vollzumachen. Aber ich habe noch 32 im Inventar, das ist okay. Wir brauchen mehr Strommasten. Wir brauchen viel mehr Mauern. Und Lasertürme. Dafür brauchen wir dann mehr Stahl. Stahl müsste aber zugeworfen werden, mit, sobald ich die Basis betrete. Also die Hauptbasis. Das ist okay. Jo, also bis gleich.